Nein, noch nicht zumachen. Der ist noch nicht voll. Da muss noch viel rein. Zum Beispiel die Vorhänge. Ach du liebe Zeit. Was mache ich denn mit den Gläsern? Aber so gehen sie kaputt. Nein, nicht mit Zaubern, bitte. Sonst finde ich mich überhaupt nicht mehr zurecht. Was ist denn mit den Vorhängen? Aber ohne Zaubern. Also, die Bücher sind alle gepackt. Dann ist die Sitzbank, die ist weg. Die kommt zum Verkauf. Die Stehlampe auch. Das ist auch erledigt. Die Kisten sind auch schon nahezu fertig. Koffer stehen schon draußen. Das ist alles fertig hier. Ja, die Vorhänge auch jetzt. Das war mit das letzte. Geschirr fehlt nur noch das hier. Ja, ich glaube, dann bin ich. Ich glaube, dann bin ich ziemlich durch. Wie steht's denn bei euch? Ja? Wunderbar. Aber ich würde vorschlagen, zur Sicherheit schaue ich nach, ob alles in der Kiste ist, ja? Hier ist eure Liste. Hier ist der Bleistift. Du liest vor, du hakst ab und ich schaue nach. Also, wie fängt's an? Ja, Windräder könnt ihr abhaken. Weiter. Bauklötze, jawohl, sind da. Trompete. Abhaken. Ja, ein großer Ball? Ja. Ein kleiner Ball? Nein. Ein kleiner Ball? Nein, er ist nicht da. Es gibt keinen kleinen Ball in der Kiste. Ja, den kleinen Ball gibt's nicht. Der große ist da, aber wo ist der kleine? Ja, ist nicht da. Er fehlt. Also suchen. Ihr müsst ihn suchen, also müsst ihr ihn hier lassen. Da ist der kleine Ball auch nicht. Wo ist der Ball? Die Betten muss ich auch noch wegtun. Also sucht ihn. Na endlich. Kleiner Ball abhaken. So. Und wohin mit euch? Ja, für den Umzug müsst ihr weg. Wenn euch die Packer sehen, dann lassen sie alles fallen. Wie wär's überhaupt mit der Spielzeugkiste? Da sind schon die Packer. Höchste Zeit. Entschließt euch, wo wollt ihr hin? Gut. Hier könnt ihr bleiben. Das ist für euch reserviert. Ich mache jetzt auf, ihr verschwindet. Ja, kommen Sie rein. Das muss ich Ihnen erst erklären. Was hier links steht, geht Sie gar nichts an. Darum kümmern Sie sich überhaupt nicht. Das wird verkauft und soll zur Versteigerung. Nicht wahr? Und das, was hier rechts steht, das soll alles mit in die neue Wohnung. Das müssen Sie alles verladen. Nicht? Haben Sie verstanden? Naja. Und jetzt stellen Sie dieses Schränkchen bitte zuerst hierher dazu. Das muss auch mit in die Wohnung.
noch. Vorsichtig, vorsichtig. So, so her. Vielleicht zeige ich Ihnen am besten jetzt erst, was sonst alles noch zu laden ist in den anderen Zimmern, damit Sie sich richtig einteilen können. Ne? Vorsicht, Vorsicht mit dem langen Schrank im Treppenhaus, ja? Lass den Unsinn bitte. Er verwirrt die Leute bloß. Ja, jetzt können Sie den kleinen, die kleine Kiste hier nehmen, da. Nicht wahr? Ja. Und die runterschaffen. Ja, nehmen Sie die Kiste mit runter. Hier, die kleine Kiste da. Ist schon in Ordnung. Guten Tag. Guten Tag. Wir holen die Sachen zur Versteigerung ab. Ich hatte sie doch auf 2 Uhr bestellt. Ja. Naja, jetzt sind Sie hier. Haben Sie die Listen? Ja, haben wir alles. Hier sind die Sachen. Ja, gut. Ja. Yeah. So geht das nicht. Den Schrank kriegen wir so nicht rein, den müssen wir auseinandernehmen. Ich komme mit runter. Aber nehmen Sie die Kiste noch hier. Ja, Mann! Ey. Oh Gott, ja. So. Jetzt wollen wir mal sehen. Probieren wir es mal zusammen. Los. Von mir aus. Ab. Ja. Ja und? Na, wieder zurück. Ja, eben. Na, langsam. Wenn Sie jetzt mal die Kiste darüber stellen und dann die andere daher an die Seite. Nehmen wir das denn? Wie machst du denn das? Ich mach doch gar nichts. Also jetzt. Jetzt habe ich es aber ganz deutlich gehört. Oh, lass doch den Quatsch. Also normal. Natürlich geht's, wenn ich Ihnen sage. Auf der Seite. Wir probieren es nochmal. Los. Eins, hopp, ab. Langsam! Langsam! Nicht weiter! Gut! Weiter! Runter langsam, ja! Ja, ich hab. Und du willst da rüberrücken, na also. Was hier nicht reingeht, nehme ich den Wagen mit. Haben Sie schon? Wir müssen noch mal. Alles gut.
Geht das so? Ja, aber knapp. Haben Sie jetzt alles? Nach der Liste, stimmt's. Dann fahr dich los, ja? So, jetzt hätten wir es ja beinahe. Die beiden Schließkörbe noch, Schreibtisch, Kartons und das übrige Zeug nehme ich ins Auto mit. Haben Sie das Schränkchen schon runter? Sie haben da extra gesagt, wir sollen es nicht runter tun. Ja, aber sie ist nicht mehr hier. Ja, hast du es runtergetan? Ich doch nicht. Du liebe Zeit, jetzt haben die das Schränkchen zur Versteigerung mitgenommen. Adresse wissen Sie, Böhmestraße 24. Machen Sie allein fertig, ich muss weg. Ja. Normal oder super? Egal, Benzin, schnell! Ah, immer mit der Ruhe! Ich muss zur Versteigerung, los! Als unterste Grenze sind 14 Mark angesetzt. Wer bietet? 14,50? 14,50, der Herr. 15 Mark. 15 Mark da drüben? 16. 16 Mark, die Dame. Wer bietet mehr? 17. 17 Mark. 17 Mark. 17 Mark zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Es bleibt bei 17 Mark. Zur Kasse, bitte. Als Nächstes, meine Damen und Herren, haben wir eine Standuhr. Baujahr 1923, leicht reparaturbedürftig, aber sonst sehr gut erhalten. Sie konnten sich vorweg ja selbst davon überzeugen. Meine Herrschaften, hier haben Sie eine ganz besonders günstige Gelegenheit. Als unterste Grenze sind nur 11 Mark angesetzt. Wer bietet? Wer bietet mehr, meine Damen und Herren, für diese Standuhr? 14 Mark ist überhaupt kein Preis. Also gut, 14 Mark zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Es bleibt bei 14 Mark. Zur Kasse, bitte. So, meine Damen und Herren, nun kommen wir zum nächsten Gegenstand. Hier dieses Schränkchen. Tadellose Verarbeitung, eleganter Stil, gefällige Größe. Wer bietet?
Na, wer bietet, meine Herrschaften? 3,20. 3,20 Mark. Wer bietet denn mehr? 3,50. 3,50 Mark, meine Herrschaften. Schauen Sie, handgearbeitete Beschläge. 4 Mark. 4 Mark. Wer bietet mehr? 5 Mark. 5 Mark. Aber, meine Herrschaften, Sie müssen schon etwas mehr bieten. Das Schränkchen ist mit 7,80 Mark angesetzt. Tadellos erhalten, handgearbeitete Beschläge, Scharniere funktionieren. Alles tadellos. Wer bietet? Ruhe, bitte. Wer bietet? 13 Mark. 13,50. 15 Mark. 15 Mark. 18 Mark. 20. 20 Mark. 25. 40. 40 Mark. Ach was. 48 Mark. 58 Mark. 70. 70 Mark. 80 Mark. 90. 95. 95 sind geboten. 200. 250. 300. 300 Mark sind geboten. 300 Mark zum ersten, zum zweiten. 350. 350 für das Schränkchen. 83. 400. 400 Mark, meine Herrschaften. 400 Mark zum ersten. 410. 450. 450 Mark sind geboten. 480. Ich gehe auf 500. 500 Mark. 500 zum ersten. 510. 550. 550. 550 Mark, meine Herrschaften. 550 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Das ist ja Betrug. Die gehören auch dazu. Die haben mich nicht gekauft. Mir gehören sie. Meine Herrschaften, ich muss doch sehr bitten. Das Schränkchen bleibt wie angeboten. Tadellose Verarbeitung, eleganter Stil, handgearbeitete Beschläge, Scharniere funktionieren. So steht's da. Ohne Inhalt. Zur Kasse, bitte! Mit mir nicht! Das sage ich Ihnen! Jawohl! Das gilt nicht! Das ist ja Betrug! Das hat mir nicht gefallen! Kommt! Wir gehen.